Das Bild, das erzählt eine Geschichte von einem Ehepaar, die über 40 Jahre lang in einer Kirchengemeinde gedient haben und die Gegend wirklich mit Freude und mit ganz viel Liebe erfüllt haben, mit Musik, mit Gottes Gegenwart. Genau, und diese Phase, dieser Dienst geht zu Ende. Und es hinterlässt ein Gefühl einer Leere, die Menschen drumherum vermissen. Und es bleibt zurück ein leeres Haus, ein leerer Platz, der nicht so einfach gefüllt werden kann durch irgendetwas anderes, irgendjemand anderen. Und dieses Bild ist wie ein Symbol für diesen Dienst. Für diese Kraft, die Energie, die ganze Freude, alles Leben, was über Jahre wie aus so einem Vulkan herausgesprüht ist in dieses Land, in diese Gegend. Und ja, jetzt ist es vorbei. Und nun ist Zeit für was Neues. Na, und diese wie Vulkane, wenn sie ausgebrannt sind, unglaublich fruchtbaren Boden hinterlassen, so ist auch dieser Dienst dieses Ehepaars wie fruchtbarer Boden, auf dem bereits vielleicht schon kleine Pflänzchen blühen, aber auch langfristig sicherlich starke, große Bäume daraus werden können und auch Lebensraum schaffen für Neues, für was Neues, für was Schönes, für was Lebendiges. Ihnen versprechen. Von Hoffnung, auf das Gute zu schauen und darauf zu vertrauen, dass Gott das Gute, was er angefangen hat, das nicht versiegen zu lassen, sondern dass es aufkeimen darf und dass er es vollenden wird.